Ein zerstörtes Hotel, Tote und Verletzte. Die kleine Gemeinde Kröf in Rheinland-Pfalz ist von einem schweren Unglück erschüttert worden. Ein Teil des Hotels im Ortskern war gestern am späten Abend plötzlich eingestürzt. Zwei Gäste kamen ums Leben. Eine Frau ist offenbar immer noch eingeklemmt und wartet auf Hilfe. Aber der Rettungseinsatz ist kompliziert. Kröf liegt an der Mosel zwischen Trier und Koblenz. Die Weinregion ist ein beliebtes Reiseziel. Die zweite Etage, es gibt sie nicht mehr. 9 Menschen werden in der Nacht hier verschüttet. 2 überleben das Unglück nicht. 6 Personen werden teils schwer verletzt gerettet. In diesem Hotel in Kröf an der Mosel halten sich gegen 23 Uhr 14 Menschen auf. Es ist das älteste Hotel am Ort und stammt aus dem 17. Jahrhundert. Die ganze Geschichte hat eine sehr emotionale Komponente, weil es halt eben beim Eintreffen, bei dem Anschauen des Gebäudes so ausgesehen hat, dann nehmen wir keinen mehr raus. Wir sind davon ausgegangen, alle, die dazwischen liegen, sind tot. Und die Räume, die geblieben sind, kann man auch nur als Wunder bezeichnen. Den Einsatzkräften bietet sich in der Nacht ein Bild der Verwüstung. 5 Hotelgäste können sich selbst retten, die anderen liegen verschüttet unter eingestürzten Mauern. Mit schwerem Gerät verschaffen sich die Helfer Zugang, bohren Löcher in Decken, nehmen über Richtmikrofone Kontakt mit den Verschütteten auf. Am Morgen werden die ersten 4 Menschen gerettet, unter ihnen ein 2 Jahre altes Kind mit seiner Mutter, unverletzt. Zur Stunde versuchen die Rettungskräfte, an die letzte noch lebende Verschüttete zu gelangen. Aktuell haben wir Sprechkontakt. Wir konnten sie heute Mittag schon versorgen. Jetzt ist es im Moment so, dass man sich orientiert und dass sie zumindest den Lichtschein wahrgenommen hat von den Rettungskräften. Die Rettungsaktion gestaltet sich schwierig, weil das Gebäude völlig instabil ist und daher auch die Helfer in großer Gefahr sind. Die Unglücksursache ist noch unklar.